Hallo zusammen, heute geht es mal wieder um einen Designklassiker und in einer ganz, ganz schnellen Skizze mit Markern ausgearbeitet und Tipps wie immer dazu in unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks. Und wenn ihr euch für Möbel, Stühle und so weiter interessiert und wissen wollt, was es einen Klassiker ausmacht und was alles so hinter den Kulissen bei den Designern passiert, abonniert unseren Kanal Frag Fabi, unseren Partnerkanal, Infos dazu unten im Text und seid gespannt, bald kommt die nächste Folge. Also abonnieren und gespannt sein. Hier geht es auch schon sofort los in der Skizze, die wir eigentlich sofort mit dem Fineliner vorarbeiten, also ganz leicht die Grundfläche. Da verzichten wir jetzt mal so ein bisschen auf die Bleistiftskizze und zeigen euch, was es ausmacht, wenn das Ganze dann sofort skizziert wird. Also so in der Form, da sieht man schon den Stuhl. Also für Kenner unter euch, die will wahrscheinlich jetzt schon erkennen können, um welchen Stuhl es sich handelt. Und den gibt es natürlich als Variante mit Armlehne und ohne Armlehne und dann das Ganze nochmal als Stoff und Leder, sogenannte Softbed. Und wir nehmen jetzt einmal die Stoffvariante, Hopsack, soweit ich weiß, und den mit den Armlehnen. Man sieht hier schon, die Armlehnen werden übertragen auf die andere Seite, das heißt, wenn wir die Armlehne links zeichnen, mit einem lockeren Strich übertragen wir das auf die andere Seite, hier auch, und deuten das hier unten an. Und hier werden dann mit lockerem Strich die Stofflichkeit, nochmal so die einzelnen Bereiche ausgearbeitet. Für alle, für euch vielleicht die Info, wenn ihr an einem kreativen Studiengang interessiert seid, zum Beispiel in Architektur, Produktdesign, schaut auf unserer Seite mappenvorbereitungskurs.de. Da werdet ihr sehen, welche Möglichkeiten, ihr habt an unserem Kurs teilzunehmen, genau das zu lernen, zu zeichnen und dann vielleicht noch, wenn ihr einfach beruflich das Ganze benötigt, weil ihr Interior Designer seid, Produktdesigner, wie auch immer, alle Bereiche, in denen man skizzieren muss, könnt ihr das genau mit unseren Profis hier, Profidozenten vor Ort lernen, wie sowas funktioniert. So, und jetzt sind wir fertig und jetzt kommen die kleinen Feinheiten mit dem Marker ganz locker ausgearbeitet. Es gibt immer eigentlich drei Töne, muss man sich vorstellen, im Chrom, Weiß, Hellgrau und Dunkelgrau. Weiße lassen wir logischerweise weiß. Mittelgrau haben wir jetzt genommen und dann nochmal das Dunkle noch dazu, um die Reflexe mal so ein bisschen anzudeuten. So, und ihr merkt sofort, ist praktisch spürbar, wie sich der Effekt hier ergibt. Hier kann man noch so ein bisschen ein paar Highlights dazu machen. Mit ganz, ganz lockeren Skizzen. Nochmal ganz kurz auf unseren Partnerkanal Frag Fabi zu kommen. Da müsst ihr mal schauen, also wir haben eine ganz spannende Folge, zum Beispiel eine der letzten Folgen, war die um IKEA herum, sehr, sehr coole Hintergrundinfos und für alle, die natürlich sich über die Berufe informieren möchten, wie werde ich Möbeldesigner, Yachtgestalter oder Transportation Designer, bleibt am Ball, abonniert den Kanal und es wird richtig, richtig gut noch und seid gespannt, wir freuen uns, wenn euch das auch gefällt und vielleicht Vorschläge für ein paar Produkte von euch bekommen. Immer wieder gerne bitte. So, und hier auch sofort zu der Zeichnung nochmal, also das schöne Brauton, den wir jetzt hier mal ein bisschen
ausarbeiten. Und natürlich auch nicht zu vergessen, Schatten unten, den sollte man auf jeden Fall mit einzeichnen. Das macht natürlich eine ganze Menge aus. Merkt sofort, das bringt die Tiefe ins Bild. Und vielleicht zum Schluss noch ein paar erklärende Hilfslinien, wie so ein Stuhl aufgebaut ist. Ja, das wär's. Wir sind fertig. Ganz gemütlich das Ding gezeichnet. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis zum FragFabi-Kanal. Link, wie gesagt, unten im Text. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure lieben Kommentare. Und vor allen Dingen Daumen nach oben. Das motiviert uns weiterzumachen. Vielen Dank. Bis dann. Euer Akademie-Ruhr-Team.